Und hallihallo, ja, wir machen Street Commerce weiter und wir sagen erstmal, wir machen an, erstmal hier alles auf Silber und dann erstmal alles auf Gold, die ersten drei, damit wir nämlich erstmal ein bisschen Punkte bekommen. Und dann machen wir weiter, dann machen wir wieder auf Bronze, wieder auf Silber, wieder auf Gold und dann machen wir wieder weiter. Ja. So, wir haben unser Fahrzeug natürlich ein bisschen getuned. Wir brauchen aber noch mehr Tuning. Ey, komm, lass mich mal durch. Lass das mal einen wirklichen Rennfahrer machen. Runde 1. Und hepp, und links und rechts. Sehr schön. Und es geht doch. Und das sind schnelle Rennen. So, und die Runde 4. Und Street Course haben wir. So, Silber hätten wir schon mal. Genau. Wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen. So. Und ein neuer Wagen. Wir haben den Mazda LX7 freigeschaltet. Und ein bisschen was anderes freigeschaltet. Genau. Und wir machen. Na, wir machen das mal Silber. Oder wir machen das mal Gold. Gibt ein bisschen Fahrerpunkte. Müsste eigentlich auch wieder irgendwas freischalten. Oh, 6 Runden. Eieieiei. Ja, schießt euch mal ein bisschen gegenseitig aus dem Verkehr. So kann ich mal ein bisschen abhauen. Habe ich schon Undercorn 2 gemocht. Ja, das ist mal wirklich ein cooler Modus, den sie gemacht haben. Nicht schon wieder Gummibandeffekt, ey. Ach Leute. Macht doch keinen Ja, Gummiband. Das ist das Einzige, was EA wirklich kann. Muss mal gucken, welches Entwicklungsstudio eigentlich hier noch saß. Weil ich sage mal so, das hätten sie nicht nötig gehabt. Nein. Hätten sie wirklich nicht nötig gehabt. So, dann werden wir den Modus erstmal wieder ein bisschen machen. Denn ich will mal gucken, wie wir die Stufe 2 freikriegen mit Tuning-Teilen. Falls es auch einer weiß, kann das gerne umschreiben, denn ich hab's noch nie so weit gespielt. Nein. Und wir kriegen ein paar Fahrerpunkte. Ne, Leute. Jo, und wir haben Level 4 Felgen. Ein paar Fahrerpunkte. Und wir machen Silber auf der zweiten Position weiter. Gibt nochmal ein paar Upgrade-Punkte.
Street Course. Ey, weg da. Leute, lass doch mal. Auf jeden Fall, was wir schön gemacht haben, ist hier Streckenverwertung. Ja, das sind nämlich die Driftstrecken aus Underground 1. Die ja dann in Underground 2 auch so Street Cross geworden sind. Aber da hieß es Anastar. Ich glaube, da hieß es Street X. Weil hier, wo kam der denn jetzt her? Das nennt man Streckenrecycling. Und Silber haben wir gewonnen. So, jetzt muss ich mal gucken, wie es mit der Zeit aussieht. Ja, wir dürften noch mal gucken, ob wir das Gold noch schaffen. Oh, wir haben Neon 2. Und wieder ein paar Upgrade. Und wieder ein paar Fahrerpunkte. So, machen wir Gold oder machen wir Silber? Machen wir mal ein Gold. Das ist eigentlich... reichen. Denn wir brauchen unbedingt ein sehr schnelles getunendes Fahrzeug. Ob wir auch alles schaffen, weiß ich nicht. Denn auf jeden Fall, ich habe mir erstmal vorgenommen, die Bossfahrzeuge zu bekommen. Und noch vier Runden, Entschuldigung. Leute, macht doch mal Platz. Danke. Ach, Führung verloren. Das sind mal alle. Wir müssen halt nur geschmeidig um die Kurven kommen. Dann ist auch alles in Butter. Und das Elend ist schon wieder hinter uns. Genau. So. Ja, meinst du, ich sehe dich nicht oder was? So, hätten wir das auch schon mal. Letzte Runde. Und sehr schön, wir liegen immer in Führung. Brauche unbedingt noch ein besseres Fahrzeug. Also mit dem brauche ich immer noch nicht zu driften. Da weiß ich, wo das wieder endet. Wir bleiben am Busch stehen. Und wir haben wieder Gold. So, und wir haben wieder Fenstertönung und Fahrerpunkte. So, dann müssten wir noch die beiden fahren und dann geht's halt weiter. Ne?
Bei Nitro Sprint, ja, da muss ich mich dann mal weitersehen. Achso, da hat man auch noch was offen, aber naja, als Nitro Sprint zu machen, das ist, oh Leute. So, wir konnten, glaube ich, irgendwas machen. Ja, das hebe ich mir für nächstes Mal auf. Wir brauchten eigentlich mal ein neues Fahrzeug. Und was holen wir uns denn mal? Weil wir brauchten ein neues Fahrzeug für diesen. Ach du Leute, sind die teuer. Sind die teuer, oh Leute. Wie soll sie denn die alle leisten? Der Dodge Neon ist am billigsten. Den könnten wir eigentlich mal uns mal holen. Ja. So, man sieht, die Fahrzeuge passen auch wirklich alle in die Garage. Spoiler, mal gucken. Das kostet ja eh kein Geld. Nein. Aber ich sehe klar, dass ich ein bisschen. Naja. Wir werden dann anscheinend nachher mal weitermachen. Komm, schwenkt mal, schwenkt mal. Ach, sehr schön. Hey, da kommt wieder Underground-Feeling auf. Und ja, wir werden erstmal sagen, bis denno. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Underground.